Gut, dass man in Irland so nicht denkt. Da kriegst du, also selbst wenn die Leute Glasfaser wollten, was sie ja nicht brauchen, dann unbegrenztem. Aber wenn sie das haben wollten, dann kriegst du das in Irland eben schon für 30 Euro. Ja. Ich finde das immer wieder witzig. Ich habe ja bei diesem Portal da, habe ich das jetzt aufgemacht, den Thread, ne? Und habe ja auch gesagt, dass diesen irischen Tarif da. Und dann sagte, und dann schrieb einer, wie ist das denn im vierten Monat? Da wird die SIM-Karte, wird dir doch gesperrt. Ich sag, nö. Nö, da wird nichts gesperrt. Und dann fragt ein anderer, ob ich damit alle drei Netze nutzen könnte. Ich sag ja. Das geht. Das geht wunderbar. Ja, manche Leute, die können das dann nicht fassen, dass sowas eben bei anderen Ländern, ja, in anderen Ländern möglich ist. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe ja noch eine andere SIM-Karte, ne, aus Irland. Auch die kann ich in allen drei Netzen nutzen. Oh wonder. That's magic, Germany. In Irland kosten 100 Gigabyte 11 Euro. So, Hose musst du morgen nicht mehr anziehen. Du läufst mir nicht so weit herum. Oh Mann, aber das ist blöd. Ja, dann ist auch eben blöd. Nein, ich möchte nicht schon wieder wechseln. Ja, dann werde ich dann noch... das ist noch enger. Ich bin doch kein Idiot. Und dann werde ich dir noch enger. Idiot bist du, wenn du hier so rumläufst. So. Dann bist du ein Idiot. Dein ganzes Alter, Idiot.